Ja, der Drittligastart war doch recht vielversprechend, macht Bock auf mehr und deswegen ziehen wir es hier mal schnell durch mit der Saisonauswertung 2018-19 Teil 3. Ja, und wir haben hier den Januar 2019 schon hängen und der ist relativ schnell erzählt. Die erste Folge, zwei Premier League Tipps. Beide daneben, nicht so glücklich, aber dann ging es positiv weiter im Januar und vor allen Dingen die Bundesliga haben wir endlich in den Griff bekommen. 3 von 4 Bundesliga-Tipps drin, obendrein Serie A, Ligue 1 liegt uns anscheinend viel besser. Ja, und dann der letzte Spieltag im Januar, à la Bonheur, 5 Wetten, 5 drin. Auch wieder die Bundesliga, 3 Treffer, dann wieder Serie A, Ligue 1. Bundesliga kann ich schon mal berichten, in dem Quartal haben wir es endlich ordentlich ins Positive geschafft. Insgesamt hatten wir 26 Wetten, hier auch insertiert. 15 davon waren drin, insgesamt ein Plus von 12,96, also knapp 13%. Den Januar haben wir abgeschlossen, 14 Wetten, davon 10 Stück drin, also die Premier League haben wir locker wieder reingeholt. Und ein Plus von 24,29. Mal schauen, was der Februar bringt. Da haben wir schon den Februar und da haben wir die dritte Liga wieder mit ins Programm aufgenommen. Der Martin, hier eingeblendet, ihr erinnert euch, der hat sich der dritten Liga angenommen. Ist auch gut gestartet, Anfang Februar, schöne Zweierkombi drin gehabt. Ja, im weiteren Verlauf ein paar Nieten gehabt, aber ich glaube, im vierten Quartal hat er das auch ganz gut wieder in den Griff bekommen. Lassen wir uns mal überraschen, mehr dazu im nächsten Teil. Ja, die Zweierkombi war drin und des Weiteren lief es eigentlich auch ganz gut an. Erste Wochenende knapp 25% im Plus. Bundesliga lief weiter gut, zweite Liga lief gut. Ja, zweite Liga haben wir wieder positiv abgeschlossen. Knapp 14%, nicht schlecht. Sonst was zu bemerken, ja, wir haben ein paar Remis gespielt in diesem Quartal und ich glaube, das lassen wir in Zukunft auch eher sein. Eher auf die klaren Tendenzen oder auf Tore sind wir ja Spezialisten auch vielleicht ein bisschen durch die Übertore-Challenge geworden. Gut, dann als nächstes hatten wir den DFB-Pokal. Auch dort wieder besser, alles getroffen, wunderbar, Leipzig-Sieg gegen Wölfe, ja und BVB Bus to score, wunderbar. Dann das kommende Wochenende drauf, auch wieder viel Grün, ein Plus von 35% und es ging in die Champions League. Und trotz, dass wir die Premier League weitestgehend außer Acht gelassen haben, Champions League auf der Insel, für uns auch nicht so dolle. Hatten wir 3 Champions League-Wetten auf der Insel. In dem Monat alle 3 daneben. Manu PSG wollten wir die 1, es wurde die 2. Spurs, Bose to score, BVB, war nichts. Aber dennoch, Euroleague, nächste Folge, hat's wieder reingeholt. Zweier Kombi, dank der deutschen Teilnehmer, doppelte Chance, 2,17 drin. Die 2 Zettel wieder locker reingeholt. Euroleague gut. Dann das Wochenende da drauf. Ja, mal wieder ein kleines Minus. Minus 7,50. Zweite Liga lief gut. Erste diesmal wieder nicht so gut, aber die Serie A. Weiter im Text. Erneut die Champions League, die wieder nicht lief. 2 Nieten getroffen und Euroleague wieder drin. Bisschen rausgeholt, aber die Champions League Euroleague Folge bei fast minus 50%. Es folgte dann zum Monatsabschluss, jo, eine schöne Folge, sehr grün. Erste Bundesliga, beide drin, zweite Bundesliga, 2 von 2 drin. Systemwette, haben wir ja auch schon gesagt, die machen wir nicht mehr. Daneben gegangen und ja, dritte Liga, aber das sollte der Martin dann ja im nächsten Quartal wieder rausholen. Gesamt dieses letzte Wochenende bei plus 32,50 und der Monat 33 Wetten hatte er. Davon waren 19 drin und abgeschlossen haben wir den mit plus 15,79. Tja, wenn das so Standard ist, aber schauen wir mal, was der März bringt. Ja, wie gesagt, wenn das so Standard ist, wären wir hier immer bestens zufrieden. Alles klar, ab in März.
Der März fing wie folgt an. Da sind wir dabei. Das ist Quatsch. Einer muss ja den Job hier erledigen. Und wir bleiben am Ball. Ja, und das haben wir dann auch so durchgezogen. Aber das erste Wochenende im März, das war alles andere als gut. Hatten sogar sehr Glück bei der Partie SGE gegen TSG. Haben wir gesagt, Frankfurt gewinnt und über 2,5 Tore. Wer sich an das Spiel erinnert, Last-Minute-Treffer zum 3-2 der Frankfurter. Schöne 2-7, aber drin. Ja, der Rest scheiße, einmal Cashback. Und da muss ich gleich dazu sagen und danke nochmal für den Hinweis von Lennart im letzten Teil in den Kommentaren. Der meinte ja, Cashback einfach abziehen, Wette nie gespielt. Und es stimmt ja auch bei Head-to-Head, Draw No Bet. Heißt es ja auch, unentschieden keine Wette. Also das heißt, wir hatten diesen Monat März dreimal Cashback. Das war einmal Reus und die Babypause. Dann das Cashback jetzt an dem ersten Wochenende Bochum-Dresden, was unentschieden endete. Und MSV gegen Köln ist ausgefallen, weil die Uerdinger und ich glaube die Fortuna aus Köln ja, das Stadion an der Weder ordentlich beackert haben und es war nicht zu spielen, also Spielverlegung. Ja, das Wochenende das allererste, um darauf zurückzukommen, fast minus 50%, absoluter Fehlstart in den Monat. Dann ging es in die Champions League, zwei Treffer, jeweils gute Zweierquoten. War auch gut so, weil die Euroleague danach nicht so durfte, zweimal daneben. Dann ging es wieder am Wochenende in die Bundesliga. Sehr gute Treffer, 2 von 3. Zweite Liga diesmal wieder ein bisschen schwächer an die Premier League wieder. Daneben aber Serie A wieder dufte. Dann Champions League, die weiteren Spiele City, Schalke, Sané getroffen, Treffer. Champions League wieder drin, both teams to score bei Barça, Lyon. Und Salzburg, Heimteam, über 1,5 Tore gegen Neapel drin. Arsenal, both teams to score gegen Rennes, nicht drin. Das heißt, die internationale Folge, aber immerhin plus von 55%. Weiter ging es am Wochenende. Bundesliga wieder top, neben der zweiten Bundesliga. La Liga, auch so ein Problemfall. Insgesamt die Saison nicht so dufte gespielt, sollten wir auch hinten ein bisschen anstellen. Dann hatten wir vom Tippkönig noch den Hinweis, Bottas gewinnt das Rennen, rechtzeitig bekommen. 3-0 war die Quote, super drin. Fast schnellste Runde, Gasly auch drin. Hier angepinnt, heißes Duell gewesen, aber halt leider daneben. EM-Quali ging dann los und da hatten wir einen Treffer. Leichtes Minus, aber ja, gut. Sollten wir, glaube ich, später in der Saison noch locker ausbügeln. Letzte Wochenende im März dann, ja, nicht so dolle. Das Reus-Cashback, 2 Treffer drin. Dann 5 daneben, nicht so dufte, knapp 30% Minus. Das heißt, diesen Monat März haben wir nach 6 sehr erfolgreichen Monaten mal wieder im Minus abgeschlossen. Minus 6.06, 36 Wetten gespielt, 16 davon drin. Das Quartal schloss ab und hier insertiert mit plus 7.75, was insgesamt echt sehr solide ist. 83 Wetten, davon 45 drin. Kann man mit leben. Gehen wir nochmal kurz die Ligen durch. Ja, Serie A hatte ich gesagt, gut, Ligue 1 gut. La Liga nicht so dufte, Premier League eine Katastrophe. EM-Quali, ja, Minimü. Champions League okay mit plus 7%. Euro League, ganz minimales Minus. Ja, Formel 1 war gut, dank Tippkönig, aber auch nur 2 Wetten. Bundesliga schon genannt, super mit plus 13%, zweite Liga plus 14%, top, dritte Liga, ja, Anfangsschwierigkeiten bei Martin, sollte er aber im nächsten Quartal wieder reinholen und DFB-Pokal top, plus 100%. Gut, schauen wir mal, was das letzte Quartal bringt. Ich hau rein, dass das wieder so zackig durchgeht. Lasst gerne ein Däumchen hier, abonniert den Kanal und ja, ich hoffe, ich bin zügig. Also, schönen Tag. Tschüss.